Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu LEGO Dimensions. Wir haben im letzten Part das Ghostbusters Level durchgezockt und leider konnte ich in Deutschland nicht alles uppen. Hochlebe die GEMA. Aber naja, das ist halt eine andere Sache. So, und heute wollen wir gemeinsam natürlich in der Story weitermachen. Er hat uns irgendwas erzählt von wegen das nächste Elementar Objekt ist in irgendeiner transdimensionalen Taschendimension. Mal schauen, was er damit meint. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist fast, als wären wir in einem Videospiel. Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Bei einem bin ich mir aber sicher. Das da ist das Fundamentelement. Wie kommen wir da dran? Tja, wenn das ein Spiel ist, dann spielen wir. Ich bin Batman. Okay, Leute, jetzt wird's richtig retro. Ich werde dieses UFO bei der ersten Gelegenheit mit einem Batarang vom Himmel holen. Okay. Okay. Das war's auch mit 3D, sondern das ist jetzt hier irgendwie ein Side-Scroller. Und 5 müssen wir wohl zerlegen. 5 UFOs. Okay, da haben wir unser Element. So, dann holen wir uns mal das Batmobil. Und cruisen mal hier drüber. Vielleicht auch nicht. Die Steuerung ist nach wie vor so gay, Leute. Ernsthaft. Jetzt komm schon. Endlich. Okay. Da kann ich jetzt noch zurückjumpen. Nice. Mann, ist das abgefahren, Leute. Ist das eine Anspielung auf Pixels? Schaut fast so aus. Und hier hinten, glaube ich, ging es auch noch weiter. Und irgendwie genau die gleiche Geschichte auch noch nach hinten. Okay, okay. So, da haben wir jetzt die ersten paar blauen. Ich würde sagen, klassisch gehen wir jetzt erstmal hier aufräumen. Und danach kümmern wir uns um die Aufgabe. Das ist echt abgefahren. Irgendwie geht mir gerade das Dreidimensionale ab. Schon ganz schön lange her, dass ich einen Side-Scroller oder ähnliches gespielt habe. Das ist ja kein wirklicher Side-Scroller. Aber trotzdem, irgendwie strange. Total ungewohnt. Ah, okay, die muss ich nicht abschließen, die muss ich retten. Aha. Okay. So. Richtig, richtig abgefahren. Also wenn ihr wisst, wo wir hier sind, dann schreibt es mir in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren. So, hier haben wir den nächsten. Kann ich das da hinten auch kaputt machen? Nope, kann ich nicht. Nö. Kann ich da vielleicht sprengen? Das nervt mich jetzt allmählich auch, dass das Ding hier immer auf der zweiten Konfiguration spawnt. Okay, konnte ich nicht sprengen. Alles klar. Also die Map ist relativ groß, so nach links und rechts. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Und man sieht gar nicht so richtig, wo die Münzen spawnen, wenn ich irgendwas kaputt mache.
Ob das... Die Steuerung an und für sich in dem Level ist echt strange. Weil irgendwie mir die Kameraperspektive für die Tiefe fehlt. Okay, bin ich jetzt am Ende angekommen? Gandalf? Du kannst hier irgendwas machen. Du bist jetzt in Sicherheit, Bürger in Nöten. Okay, dann haben wir den ersten Astronauten uns befreit. Kann ich da eigentlich reingehen? Ah. Na klar kann man reingehen. Was ist das für eine dumme Frage? So. Nochmal. Okay, das bringt mir nichts. Alles klar. Und wenn ich den ganzen Weg gleich zurücklatschen darf, sind wir eine Zeit lang beschäftigt. Ich dachte ja... Das hier könnte dich interessieren. Okay, keiner von denen, die ich habe, kann das. Ich dachte ja, das wäre vielleicht hier so ein... Laufe lang genug nach links und du kommst nach rechts. Aber... Ich glaube, ich habe mich geirrt. Gut. Jetzt demnächst muss ich aber wirklich zurücklaufen, weil... Okay. Gollum, böse Hexe. Homers Auto. Explosion. Da war doch immer der Fernseher mit dabei, oder nicht? Komm schon. Versuchen wir es einfach, Leute. Was soll's, wir versuchen es jetzt einfach. Scheinbar nicht. Okay. Alles klar. Wie weit soll ich denn jetzt noch gehen, bis ich wieder zurück muss? Da verbrennt gerade einer. Mann, ist das gemein. Ja, retten wir den schnell. Ja, ich komme ja schon, mein Freund. Tolle Arbeit, wir sind fast fertig. Ja, wir sind super. Okay. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind jetzt doch am Zurückkommen. Habe ich mich nicht geirrt. Das wäre jetzt auch zu strange gewesen, wäre es nicht so gewesen. So. Hier noch ein paar. Und wir sind zurück am Anfang. Alles klar. So. Ja, machen wir uns erstmal klein. Und gehen da mal ganz straight rein. Gut. Und einmal Normalgröße. Okay. Bitte sehr. Oder so. So, da haben wir den. Und wieder einen Schritt weiter auf dem Weg hier raus. Haben wir den auch gerettet. Und mehr gibt's hier gar nicht mehr zu tun hier drin. Gut. Dann schauen wir weiter. Zwei fehlen uns noch. Irgendwo habe ich vorher mal einen hängen gesehen. Ja, genau hier. Ah, okay. Ich habe eine Vermutung. Und zwar machen wir das jetzt so. So ganz kurz hier rüber. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Alles klar. Genau das brauchen wir.
war hier. Komm. Ne, ich brauche erstmal hier grün. Ich glaube, dabei werde ich Hilfe finden. Ah, hier haben wir den Punkt. Hehe. Du bist jetzt in Sicherheit, Bürger in Nöten. So. Jetzt fehlt uns noch einer. Und wo könnte der sein? Da ist er. Da hinten hängt er. Okay, hier müssen wir irgendwas suchen. Wahrscheinlich hier irgendwo. Wo könnte das sein? Wo könnte das Gesuchte sein? Tun wir mal das Batmobil ganz kurz weg. Nicht, dass mir das im Weg steht. Ha. Okay, hier wird's. Hier wird der Rahmen grün. Den nicht mehr. Ah! Hier. Sehr schön. Und wieder einen Schritt weiter auf dem Weg hier raus. Ich hab genug gespielt. What the fuck? Really? Was? Lila Steinchen 10.000, blaue Steinchen 1.000, goldene Steinchen 100, silberne Steinchen 10. Willkommen. Sag mal, wie retro ist das denn, Leute? Verfolgt den Dieb! Er hat das Fundamentelement! Finde den Ausgang. Ach, erzähl. Okay, ich habe einen Schlüssel gefunden. Okay. Spieler verliert ein Herz, Geister bekämpfen oder vermeiden. Okay. What the fuck, Leute? Das ist mal ein Strangers Level, ernsthaft. Komm ich da irgendwie rüber? Nö. It's a riddle. Was ist das hier? Okay. Echt strange, Leute, ernsthaft. Wir sind hier in irgendeiner 8-Bit-Welt auf jeden Fall. Und das erinnert sehr an ein klassisches Zelda oder so. Hey, die Schweinepriester, die schießen auf mich. Okay. Abgefahren. Na, so viel Labyrinth finde ich jetzt hier gar nicht, sondern ich finde eher, das ist ein straighter Weg. Aber echt abgefahren. Ah, da waren Geister, okay. Gut. Und hier?
Wow. Alte Schwede, das sind viele. Das ist vielleicht gar nicht so easy. Na, Freunde, wo bleibt ihr? Hey, was für ein abgefahrenes Level. Echt abgefahren. Okay. Ne, mal ganz im Ernst, Leute. Das ist echt abgefahren. Und ich meine damit nicht so ein bisschen. Ich meine wirklich richtig abgefahren. Alter Schwede. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen Schlüssel gefunden. Okay. So. Gleich bin ich tot. Okay, ich höre einen Timer. Und ich habe keine Ahnung, was mir der sagen will. Ich habe keine Ahnung, was mir dieser Stresstimer hier sagen will. Ah, das sagt... Das sagt mir, dass ich nur noch ein Herz habe. Okay, okay, okay. Strange, Leute. Und ich kann die auf der anderen Seite auf jeden Fall platt machen. Interessant. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier an der Seite noch Steine sind? Ne, ich irre mich. Wer bist du denn? Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Okay. Die kommen da hinten tröpfchenweise raus. Dann gehen wir mal weiter. Also hier durch die Wand kämpfen, das ist natürlich echt unfair. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Okay, den kann ich nichts anhaben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen diesen Schwarzen hier machen kann. Außer sterben. Nimm mal im Ernst, was soll ich gegen den machen? Komm mit, komm mit. Put, put, put. Komm, 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 komm. Ich kann den nicht angreifen. Vielleicht ein anderer. Okay, das interessiert ihn auch überhaupt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ne, dem kann ich nichts anhaben. Gut, dann beeilen wir uns halt ein bisschen. Aber ich habe keine Ahnung, was der Schwarze da für einer ist. Okay. Die ist auf jeden Fall der falsche Charakter zum Zocken. Batman. So. Okay, das Level ist erstaunlich schwer. Also gerade um sein Leben nicht zu verlieren.
Okay. Ihr seid gleich alle tot. Okay, okay, okay. Ich hab fast das Gefühl, als würden die aus dieser Kiste spawnen. Hm. Da geht's jetzt weiter. Aber ich würde sagen, Leute, da weiter gehen wir erst im nächsten Part. Das reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst die Videobewertung nicht. Schreibt fleißig Kommentare, vor allem, wenn ihr wisst, was das hier gerade für ein abgefahrenes Level ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Ciao.